Scheiße, geht jetzt los. Ich brauch Strom. Du brauchst doch bestimmt auch Strom, oder? Alle bauen Strom. Freunde, großartige Dinge stehen uns und euch bevor. Wir befinden uns in der finalen Folge der zweiten Staffel der Brüder-WG. Lange hat's gedauert. Gut Ding will Weile haben, sagte schon William Shakespeare, als er an der Volkshochschule Deutsch gelernt hat. Das ist ein Fakt. Hier, auf diesem kleinen Sofa, hat alles seinen Anfang genommen vor knapp 4 Jahren mit der ersten Folge der ersten Staffel Brüder-WG. Herzlich willkommen bei der ersten Folge der Brüder-WG. Was haben wir alles erlebt seitdem? Mensch. Unfassbar. Ihr habt das gerade gesehen. Bärte sind uns gewachsen. Stell dir mal vor, wir hätten uns seitdem nicht rasiert. Wir stoßen an auf diese letzten 2 Staffeln in 4 Jahren. Wir sind die 9 Showstars. Die sind alle tot. Dieter Thomas Heck, Frank Elsner ist bestimmt auch schon irgendwo im Koma. Nein, stimmt nicht. Hier, wie heißt der? Einer wird gewinnen. Wie heißt der Typ? Ist ja egal. Die sind alle tot. Thomas Gottschalk macht auch nichts mehr. Wir füllen unsere Gläser bis zur Glocke auf. Scheiße! Und feiern, dass wir da sind. Wir haben in dieser Folge. Prost. Auf Moment, uns. Bevor du das verkündest, möchte ich mich erstmal bedanken. Das schneidest du sowieso alles raus. Wir erzählen jetzt, was wir machen. Wir haben den Bruderkampf wörtlich genommen. Und gekämpft. Und gekämpft. Wirklich. Und wir haben aufgegriffen, womit wir in der ersten Folge angefangen haben. Da haben wir nämlich unseren schon damals großartigen Let's Play-Klassiker einmal nachgespielt. Und jetzt sind wir wieder angetreten in einem kleinen Duell. Darin, wer schneller das Level Run for It. Nein, weiter, wer weiterkommt. Wer weiterkommt bei Run for It von New Super Mario Bros. U, ein Level, das uns in die Qualen der Hölle uns zurückgetrieben hat. In der Kategorie auch ein Irr mit den Irr, also mit uns beiden, haben wir uns mal richtig, richtig Wellness angetan und haben uns gereinigt wie nie zuvor von innen. Und ihr werdet Zeuge dieses liquiden Erlebnisses.
Aber alles fängt, hört auf, also der, das Aufhören fängt an mit dem, womit auch der Anfang angefangen haben hat. Wir haben uns in die Küche gestellt und für euch, wir haben in der Vergangenheit euch schon einiges zugemutet mit echt komplizierten Rezepten. Kleiner Zwischenstand, wir sind fast durch. Aber heute müsst ihr eure alle Notebooks und was ihr noch habt dabei haben, Zeitlupenraffer anmachen, mit Vergrößerungsgläsern agieren und euch von Microsoft irgendwie Corina oder wie die heißt, alles vorlesen lassen, was auf dem Screen passiert. Denn wir haben kulinarisch abgefuckte Scheiße zusammengeknödelt, die am Ende nicht mal mehr Tim Melzer nachvollziehen kann. Und weil er derart zugekokst ist, dass er überhaupt nicht versteht, was die Leute im Brüderhorn machen und warum sie so der gut kokst. Sind. Der ist ein Koch, jeder Koch kokst. Ja? Ja. 2 Staffeln Brüder-WG, 18 Folgen. Wahnsinn, wir haben wirklich einen Monolithen geschaffen, der steht da jetzt. 17. 17 Folgen. 18, mit dieser ist 18. Das ist doch die 10. Folge. Ja, aber wir haben schon 8. Nee, 7. 8. Erste Staffel, 7 8. Folgen. 8. Ich glaube 7. 8. Das ist 8. Das sind nicht 7 oder 9. Du kannst mir. Das sind nicht 8. Ja, es sind 8 Folgen. Viel Spaß. Boah, mit Folge 18 der Brüder-WG. Herzlich willkommen zur großen Kochshow mit den beleuchteten Brüdern in der finalen Folge der 2. Staffel der Brüder-WG. Heute machen wir etwas ganz Besonderes. Wir haben uns was sehr Feines überlegt. Und zwar, wir zeigen erstmal, jetzt machen wir ein kleines Ratespiel. Wir zeigen erstmal die Zutaten. Und ihr müsst raten, was wir daraus machen. Nummer 1: Nudeln. Und das zweite, wo ist es? Pesto. Ehrlich. Das war's. Na? Na? Wenn ihr das nachkochen wollt, folgt einfach diesen Schritten. Wir haben einen Topf, da machen wir Wasser rein. Jetzt wird über gleich, ich möchte sagen, in die ewigen Jagdgründe gehen. Hast du Lust Staub fressen, dachte ich, sagst du. Hast du Lust auf die ewigen Jagdgründe? Ja, ich möchte gerne jagen. Aber auf ewig, ne? Ja, ist okay. Gibt es irgendwas, was du für die Ewigkeit gerne machen würdest? Jagen. Ja. Bin hier genau richtig, also. Okay. Aber das bin gar nicht ich, der den Mario da dreht, sondern der gute Freund Pong, der den ersten Versuch hat, um möglichst weit in Run For It zu kommen. Und ich kann schon mal ein bisschen ausspähen, wo die möglichen Fallstricke sind. Dein fehlender Skill. Die kann ich nicht ausspähen, leider, und auch nicht abstellen. Oh oh. Kommst ganz schön weit. Ja. Ich glaube, im zweiten Versuch kommst du nicht mehr so weit. Ich meine, das war stimmt schon am ersten Kubi. Oh Gott, das haben wir immer mit mehreren Leuten ja, hier geschossen. Ja, wir haben das noch nie alleine gespielt. Eieiei, ich glaube, das ist schon gelaufen, das Spiel. Die Jagdgründe sind mein. Das ist der fiese Kubi. Nein, fick dich! Oh, okay, die letzten 2 Münzen habe ich gesammelt. Ja. Your turn. Natürlich muss das Wasser für die Zuschauer gesalzen werden. Das Lass du das Wasser kannst bekannt. Du mal bitte aufgeregt, sondern aufgescheuchtes Huhn. Ich glaube, man muss das Wasser übrigens nicht salzen. Doch, das muss man. Nein, das muss man nicht, gar nicht so viel. Doch, viel Salz. Nein, das ist nicht nötig. In dem Pesto Salz und dem Federsalz. Ja, aber die Nudeln können auch ein bisschen salzig schmecken. Das tun sie doch, wenn das Pesto dran ist. Ja, aber auch nicht. Man braucht auch kein Öl, das ist auch so ein Mythos, damit die nicht aneinander kleben. Ja, das braucht man nicht. Doch, braucht man. Nee, ich habe vor langer Zeit aufgehört, da Öl und Salz zu machen. Seitdem habe ich viel mehr Öl und Salz. Mir ist schon mal aufgefallen, dass du auch seitdem du damit aufgehört hast, dich wirklich verändert hast. Ja, zum Guten. Okay, und jetzt? Jetzt wartet mal. Jetzt wartet mal. Dann muss ich dazu ein Getränk schnappen, wie bei Bios. Wie hieß das früher denn eigentlich? Bei Biolex. Biolex Katzenladen hast du da gesagt. Biolex Parade. Katzenparade. Und weiter geht's. Der Bibers erster, der ist Wir haben nur noch 30 erster. Leben. Sei vorsichtig. Okay. Diepe. Ach, scheiße. Schade. Das ist dir nur aufgefallen, weil ich gelacht habe? Ja. Shit. Du hast dich verraten. Ja, ich habe nicht an die Möglichkeit gedacht, dass du ja nochmal zurücklaufen kannst. Ich habe versucht, aufs Gamepad zu gucken. Ja, mach das doch. Nee, das ist so... Oh nein. Okay. Jetzt kann man auf dem Video das so abspielen. Ja. Dann sieht man immer, wie ich mich so hinsetze und wieder aufstehe. Und wieder hinsetze und wie wir miteinander reden. Ja. Wir müssen gar nicht reden. Wir können auch einfach irgendwas. Wir können zum Beispiel sagen,
meditieren. Kunterbunte Ringnatter, sage ich jetzt einfach. Jetzt sage ich Radarmmöbel für die Dachterrasse. Was ist das mit den Doppel-Ts? Kunterbunt. Warum ich kann die Nudeln übrigens auch jetzt schon reintun. Nein. Das ist wie mit der Pizza. Wollen wir uns Medaillen umhängen? Ja. Jetzt tun wir die rein und dann guckt so viel raus ja. Und so viel ist drin. Ja. Und alles, was drin ist, ist halt viel früher dann weich. Als der ja, das gilt doch auch, wenn wir später rein tun. Nee, aber wenn wir später rein tun, das Wasser schon kocht, ja. Dann kann man das halt ganz schnell schon so umbiegen. Das geht genauso schnell, das geht auch nicht durch das Kochen schneller rein. Na klar, wenn die, halt, die müssen heiß werden, damit wir sie biegen. Die müssen nass werden. Nee, nicht nass. So, der zweite Versuch. Du hast die zweite Reihe der zweiten Kurve bekommen. Gott, was für ein Scheißlevel. Und wenn man hier aber einen Feuerball zu viel macht, wird man disqualifiziert. Ja. Das ist halt. Wieso hast du das denn noch in deinem Gehirn drin? Weil wir das so oft gemacht haben. Das ist vorbei irgendwie. Das war Jahre, ist Jahre her. Das ist der Katerfieber dabei. Oh, 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 oh. Oh, das macht keinen Spaß, diese Herausforderung. Wir müssen gerne noch ein anderes Spiel aussuchen. Ich komme niemals dahin. Nein! Scheiße. Also bei Spaghetti ist es schon. Ja, dann werden sie ja jetzt auch schon. Ja, bei Spaghetti, wir haben Spaghetti. Ja, das stimmt. Bei Spaghetti ist es ein Faktor, aber kein relevanter, weil die so nah dran dann sind an ihrer gleichzeitigen Garheit, dass sie. Das kommt drauf an, wenn du die, wie du das vorhast, in Eiswasser tust, passiert gar nichts. Und dann brechen die auch noch auseinander und Nudeln müssen lang sein. Nudeln müssen lang sein? Mhm. Auch die nicht Spaghetti sind? Eigentlich sollte man die nicht Spaghetti sind, einfach generell nicht essen. Gut, weiter geht's. Der Biber hat seinen zweiten Versuch. Ich bin jetzt schon völlig demotiviert, merkst du das? Ja. Das oh halt. Gott, ich bin schon losgelaufen. Nee, das kann man gar nicht mit dem Analogstick spielen. Das ist mega spannend. Ich fand das war eine gute Idee, eine Garnschuld. Ja? Ja. Gut! Danke. Ich hab nicht mit dem Dreiersprung gerechnet. Da hast du den Leo gerade bei mir schon angucken können. Abspeed ist vorbei. Jetzt tun wir die Nudeln in das bereits fast kochende Wasser. Und, ne? Also richtig weich müssen die sein. Nein, die müssen al dente sein. Eine gallertartige Masse. Wie geht's? Die sollen bitte, dann hol ich mal die Hälfte der Nudeln vorher. 26 Minuten müssen wir trinken. Du magst die weich, aber bei Pizza sind wir doch auf einem Blatt, oder nicht? Ich mag weiche Pizza. Ja, stimmt, ich mag auch weiche Pizza. Du bist einfach konsequent in der Weichheit deiner Essenssache. Laufen Sie bitte. Wenn wir laufen bitte. Da wird ja auch nicht gesiezt von einem Nintendo-Spiel, ne? Das kommt nicht vor. Aber ich habe mich früher mal geärgert, dass das die EA-Spiele gemacht haben, einen zu duzen. Das fand ich voll unverschämt, obwohl ich ein Kind war. Da war dann so, willst du das Spiel speichern? Dann habe ich das gemacht, weil alle Spiele, die man damals kannte, haben einen gesiezt. Das ist wirklich wahr. Oh. Und dann haben die so einen auf Kumpel gemacht. Dieses Monster-Business. EA. Was macht der eigentlich immer für die. Was ist das eigentlich für eine Bewegung, die er da macht? Diese Körperöffnung zur Seite. Was soll die anzeigen? Weiß ich nicht, kann ich dir gerade nicht sagen. Ich bin mit Gewinn beschäftigt. Nein! Ah, okay. Das ist die Marke. Ich habe die Marke noch ein bisschen nach hinten gesetzt. Ja. Jetzt sind die Nudeln noch fertig. Ich glaube. Halb neun. Die können doch nicht fertig sein. War doch nie der Nudel der Welt um halb neun. Das ist nicht halb neun. Um halb neun sind sie fertig. So kennst du den Trick, wie man guckt, dass Spaghetti egal sind? Ja. Ja. Sind noch nicht gar. Hier komme ich. Mein letzter Versuch. Und ich werde. Die letzte Chance in der letzten Folge der. Letzten der letzten Staffel. Brüder, nein, nicht die letzte Staffel. Wahrscheinlich nicht. Oh, hast ein Leben gesammelt.
Der hat mich gekratzt, das war ein Fehler. Was ist das, wenn man das Gamepad schüttelt, dass man dann springt? Nee. Ja, dass man den hier macht? Nee. Auch ne. So, das kommt gerade beim Nasekratzen mehr. Ja. Ich hab Mario sozusagen den Nasekratz schüttelt. Auch nicht schlecht. Und ein Leben gesammelt. Eigentlich hast du noch einen Versuch extra gewonnen, Mario. Ja, ja. Okay. Aber der Kubi da ist dein persönlicher Nemesis. Der ja, hier. Stimmt. Oh, ne! Oh, ne! No! Ja! Unentschieden oder was? Das müsste unentschieden sein. Nein, warum? Lass das. In Gottes Willen, hör auf damit. Das ist total der Tod. Lass das. Mach das auf deinen Teller, Mann. Das ist total der Tod. Nein, lass das! Ist hier noch nur. Das ist Pesto. Lass dich mal. Nein, die Brühe sind fertig. Dann sind sie nicht. Doch, sie sind gerade eben fertig. Vor 10 Sekunden. Ja, aber ich weiß nicht, wie schnell die Power des Wassers das Ding erhitzt. Ja, ich kenne doch meinen Topf. Ich kenne doch kochendes Wasser. Da bin ich in meinem Topf. Setz dich jetzt hin. Wir machen übrigens Nudeln und die sind bald fertig. Ich vermute, wenn ich jetzt die Schweißprobe mache, bin ich erfolgreich. Ich mache jetzt erstmal die Essprobe und du bleibst da sitzen. Es ist 6 Minuten vor halb. Jetzt gieß mir das Wasser ab. Wieso kommen wir immer wieder auf die Idee, zusammen kochen zu wollen? Ich bin unausstehlich und der ist unverbesserlich. So kann man uns ganz gut zusammenfassen. Völker der Welt, schaut auf diese Teller. Sie sind voller Nudeln. Ja, wir werden die jetzt essen. Wollen wir dafür die Kamera ausmachen? Nein, eigentlich nicht. Wir sollen das wieder schneiden. Wie süß. Pong füttert seine Katze mit. Ich dachte, das sollen die nicht, die Kronkorken essen, weil er von ihr Gesicht kaputt geht. Ich hab das ja ein bisschen unter Kontrolle. Au! Fröhliche Weihnacht. Aua, die Katzenbisse sind richtig gefährlich. Das ist so wie Schlangengift. Oder? Nein, aber das ist wirklich wahr. Ich habe das mehrfach schon gesehen, dass Leute 2 Wochen lang, echt, wenn die einen Katzenbiss haben, sich das entzündet, den Arm im Gips haben müssen und hochlagern, also so angehängt. Warum hast du dir so eine Gefahr ins Haus gekauft? Weil sie eigentlich niemals beißen. Er hat ja auch gar nicht mich gebissen, sondern den Kronkorken. Kollateralschaden. Ich wurde neulich von der Katze gebissen. Hier. Und musst du jetzt den Gips haben? Nee, in 50% der Fälle infiziert sich das. Achso, so, da hast du ja ein richtig gutes Glück gehabt. Ja, und ich nehme jetzt ja auch gerade ein Antibiotikum, das hilft bestimmt. Alter. Wir leben on the edge. Ja, wir leben wirklich richtig on the edge. Von YouTube. Auf dem drauf. Der Winter kommt. Er kommt mit schweren Stiefeln aus Gepäck, aufs Gepäck drauf gestampft, immer bis es zerbricht. Schwere Winter. Alle Lebensmittel sind Matsch, 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 Matsch. Vom Winter? Vom schweren Winterstiefel im Winter. Ja. Alles zertreten. Kaputt. Er ist ein Marodeur. So wie der Dicke mit der Nase, der so viel Wein trinkt. Wer ist denn das? Gerard Hipchen. Ja, genau den meine ich. Biber macht den Tag komplett mit Spaß und Freude im Kopf drin. Ohne Biber ist der Tag ganz schlecht. Ohne Biber gibt es Kopfweh und mit Biber nicht.
Gérard Depardieu zertritt eure Lebensmittelvorräte. Denn er ist der dicke Franzose mit der Nase, der so viel Rotwein trinkt. Wir trinken wirklich viel Rotwein, oder? Ich glaube schon. Ist ja nicht gerade russischer Staatsbürger geworden? Weil er Putin so geil ist. Weil er da keine Steuern zahlen muss. Und jetzt kommen wir wieder zur beliebten Quizfrage, die unterwegs ein bisschen liegen geblieben ist. Heute die folgende Frage. Wo verdammt noch mal? Die beleuchteten Brüder werden sich gleich in dieses Zeug in die Nase rein spülen. Du, wir werden unsere Nasennebenhöhlen duschen. Es ist Grippezeit im Sommer. Sommergrippenzeit. Wir werden vorbeugend. Ich hatte selten ein bisschen Rotz. Man soll immer mal seine Nase durch mir schadet. Auf jeden Fall nie. Das ist wie Auto waschen. Ja. Halt ich freue mich immer, ein bisschen, wenn ich die Nase richtig voll habe und dran denke, freue ich mich immer darauf. Wie häufig würdest du sagen, hast du das schon gemacht? Nicht so häufig, wie ich es gerne gemacht hätte. Ich schätze so 12 Mal. Oh krass. In meinem Leben. 2 Mal. Nein, Nasenduschen sind gut. Muss man draufdrücken oder nicht draufdrücken auf das Loch? In dem Moment, wo du losfährst, geht die Spülung los. Alles klar. Wenn du die Finger drauf hast. Aber man muss es ja auch noch hochklappen, ne? Ja, genau. Das Hochklappen, und wenn ich jetzt loslassen würde, würde die Spülerei anfangen. Ja. Die Kategorie heißt auf eine Nasendusche mit den beleuchteten Brüdern. Und wir wissen ja, wir haben eine lange Tradition von Dingen auf ein mit den beleuchteten Brüdern. Und wir werden jetzt am Ende der zweiten Staffel ein bisschen Revue passieren lassen, was wir bisher gemacht haben. Ich habe das nicht auf dem Zettel. Ich hoffe auf Biber oder auf unsere gemeinsame Schwarmintelligenz. Was? Ah, ich weiß nicht. Was machst du denn? Es muss jetzt losgehen. Auf die Plätze fällt mir. Wir haben auf jeden Fall angefangen mit der Zahnbürste. Ja, die Zahnbürste war als allererstes in der ersten Folge der ersten Staffel. Wir haben aber wenig zu sagen. Ja, das ist aber sehr schwer. Ja, weiß ich auch. Der Müll fühlt sich auch mit Salz. Ich weiß, das Thema auch ehrlich gesagt nicht mehr. Irgendwas Videospielzoges. Mario Kart. Aber da habe ich schnell auf Zahnbürsten geleckt. Aber eine Brausetablette haben wir gemacht. Das war cool. Auch eine Gesichtsmaske mit. Das war das Beste. Nee, das Beste war auch 10 Chili-Schoten. Das war ja aber auch Dinge, die nur die Brüder. Ach, richtig. Das war ein Cross-Feature unserer Kategorie. Oh, ist das toll. Es läuft bei mir nicht mehr. Machst du dir auf den Mund? Nein, man kann mit der Nase reinblubbern. Okay, Nasenwechsel. Also... Ah! Stell jetzt die andere Nase! Entschuldigung. Ah! Man hat das schon mal auf YouTube gesehen. Ist das egal? Du hast da echt Rotz in deiner Schüssel. Nee, ich hab da gerade reingespuckt. Ach so. Was fällt dir noch so ein? Was haben wir noch gemacht? Auf den Center Shocks? Ich weiß noch was. Das hast du nicht auf dem Zettel. Kaktus für dich. Hab ich wirklich nicht auf dem Zettel gehabt. Auf ein. Kaktus mit dem beleuchteten Brüder. Und wir wollten immer machen, haben wir die realisiert, auf eine Handgranate mit dem beleuchteten Brüder. Warum haben wir das? Oh. Klingt spektakulärer als es ist, deswegen haben wir es auch nie gemacht. Oh, ist das furchtbar.
viel zu viel. Ich habe eine Nase voll Persil. Ah, oh, jetzt kommt's. Auf ein Burger. Auf einen Burger haben wir auch gemacht. Du erinnerst dich gut. Oh, das ist eine, insgesamt eine ganz gute Kategorie, die hat nie so richtig gezündet. Bis jetzt. Ich mach doch mal das erste Loch. Ja, Reaktion. Oh, furchtbar. Oh, scheiße, aber wenn du drückst oder loslässt, oh, dann zieht er. Direkt richtig der Stotter aus der Nase in HD. Alter, da kommt richtig was raus. So wollte man uns nie sehen. Ich glaube, ich bin durch. Ich auch. Oh, war das widerlich. Für euch vor allem. Wenn du einen Namen von Persil hast, können wir noch sagen, du bist ein Persil-Pferd. Persil-Pferd? Ist das ein Wortspiel? Persil-Pferd? Nilpferd. Hat das Nilpferd eine Nase voll? Ja, sicher. Das hat so nach Meer geschmeckt. Oh, guckst du auch immer in deine Taschentücher rein, nachdem du dich ausschneust? Ja, muss ich. Ja, auf eine Nasendusche mit den beleuchteten Brüdern. Jetzt sind wir gesünder. Ausgespült. Aber auch ein bisschen geil jetzt. Mhm. Den Geist ist noch nicht frei. Nee. Cool, das hat sich gelohnt. Um Gottes Willen, es ist vorbei. Ja. Erstmal ist es vorbei mit der Brüder-WG. Ich glaube aber, die Trauer wird sich in Gänze halten, insofern, als das ja auch sonst immer eine unbestimmt lange Pause zwischen den einzelnen Folgen bestand. Insofern ändert sich für euch nichts, aber für uns ändert sich alles. Wir sind jetzt free von the shackles of Second Season Brüder-WG und widmen uns jetzt der fröhlichen Lichtigkeit unseres neuen entdeckten Lebens. Wir machen einen Rhetorikkurs zumindest einmal. Und dann schauen wir mal weiter. Nein, wir machen jetzt einen kleinen Zukunftsausblick. Möchtest du was zu unserer Zukunft sagen? Ja, ich dachte, wir machen vielleicht einen kleinen Rückblick und können wir auch gucken, was haben wir dieses Jahr erreicht, diese Staffel.
dann wird das eine noch längere Folge. Okay. Oh, schön. Wir waren schwimmen, wir haben Gäste gehabt, wir haben neue Kategorien eingeführt und direkt wieder verworfen. Wir waren high-dimensional. Wir haben teilweise Kategorien verworfen, die wir nur verbal eingeführt haben. Ja. Es war eine wilde Staffel, ich kann die nicht überblicken, es war zu lang. Es war, ja, und ich weiß nicht. Zerklüftet auch. Aber wir haben trotzdem eine sehr gute Sache. Wir haben den hammerharten Hit geschrieben. Wir haben uns Center Shock in die Fresse getan. Und Chilis und Eiswürfel. Ja. Ja, Mario Maker Level gespielt, da war echt viel los. Die ja. extra für uns gemacht worden. Das ist wirklich ein wilder Gamer-Videos. Bruder Kampf bei Rocket League. Guckt euch einfach diese Staffel nochmal an. Sie war wirklich ein Burner. Und wir wissen noch nicht genau, wo wir von hier aus noch weiter hingehen können. Wir sind jetzt leer. Wir sind erstmal ausgelutscht. Wir haben unser. Jetzt sind wir wieder in demselben Modus wie letztes Mal. Ja. Ich wollte eigentlich sagen, wir sind die Geilsten. Wir haben die beste Staffel aller Zeiten gemacht. Denn wir sind die beleuchteten Brüder und uns kann keiner an den Karren pissen oder auch nur fahren. Das stimmt, aber trotzdem muss man sagen, dass auch uns das auslaugt. Wir sind ein bisschen ausgelaugt und leer gelutscht. Aber das bedeutet nicht, dass es so bleibt. Wir werden uns ein bisschen zurückziehen und wieder neue Kräfte sammeln. Und dann kommen wir höchstwahrscheinlich noch spektakulärer zurück. Als bisher. Ja. Man muss es steigern. Definitiv. So sind ja Menschen. Ja, ne? Eben. Die fressen dann nicht mehr dasselbe. Das ist die Kacke dieser Gesellschaft. Da haben die irgendwie was richtig Gutes ja. und dann fangen die an, nach dem dritten Mal sich zu langweilen, obwohl es immer noch genauso gut ist wie beim ersten Mal. Ich glaube, unser Problem ist, dass wir zu gut angefangen haben. Ja, das ist natürlich schlecht. Mit dem Hackball-Video. Mit dem Joker-Kostüm. Ja. Kleiner Zwischenstand. Wir sind fast durch. Eine Frage, die mich immer wieder erreicht. Wird es wieder eine Outtake-Folge geben? Sicherlich. Geil. Ich habe schon gesammelt, seit Jahren. Ich freue mich. Echt tolle Outtakes. Ich freue mich sehr. An dieser Stelle sei auch nochmal geraten, sich die ein bisschen übersehenen Outtake-Folgen der ersten Staffel anzugucken. Das ja. sind meine Lieblingsfolgen der ersten Staffel. Ja. Schreib uns doch an die beleuchteten Brüder @gigamail stinkt die Wand an. Nee, stinkt die Wand an @gigamail.com. Ja. Wir haben wirklich eine E-Mail-Adresse, die könnt ihr erreichen, diebeleuchtetenbrüder@gmail.com. In einem Wort, die beleuchteten Brüder. Abonniert uns, ich glaube, ja, vielleicht auch beleuchtete Brüder oder so. Es ist irgendeine E-Mail-Adresse. Aber sie ist, uns sie ist da draußen. Und abonniert uns überall und verfolgt uns. Wir sind immer noch da. Bitte verfolgt uns nicht. Wir rübsen wieder mehr als früher. Ihr könnt uns folgen, aber bitte nicht verfolgen. Habe ich das gesagt? Du hast gesagt. Ich bin jenseits schon, ich bin zu müde für diese Show. Was ist los mit dieser Abmoderation? Ich hab keine Ahnung. Wir kommen jetzt zum Ende. Wir hängen an dieser Staffel. Wie so ein Nagzahn. Naja, weil wir vielleicht auch Angst haben, dass das jetzt alles vorbei ist. Ich glaube auch. Wir haben Angst, dass das jetzt der Schluss ist. Und dass die Leute und Brüder danach das Licht ausgepustet bekommen vom Network namens Natzen-Nerd. Oh ja, stimmt. Bitte haltet uns weiter die Treue. Wir wollen auch weiter eure Treue. Das ist dasselbe. Wenn sie uns die Treue halten, haben wir ihre Treue. Stimmt. Aber wir sind ihnen nicht treu. Nee, doch, na klar sind wir. Überhaupt sind wir denen gar nicht treu. Wir produzieren überhaupt viel zu wenig für deren Kanal. Ja, denn, aber Ambitionen. Wir haben 1000 Abonnenten inzwischen. Ja, aber warum nützen wir das denn nicht mal? Ja, wir müssten einfach mehr produzieren. Ja. Ja. Meine, ja. Nein, das war super. Wir sind toll. Ihr seid toll. Wir sollten toll bleiben. Bleiben wir auch.